Schön, dass du dich dafür interessierst, wie wir Ärzte arbeiten. Paula und Luis nehmen dich gern mit auf eine kleine Abenteuerreise zu den unterschiedlichen Praxen meiner Kollegen. Ja, genau. Ich lass dich sogar ans Steuer. Aber bitte flieg nicht zu rasant, sonst wird mir Koffer schlecht. Und ich bin auch dabei. Ich fliege zwar nicht mit, weil ich in der Wolkenpraxis auf die Kinder der Welt aufpasse. Aber über Paulas Navigationsmonitor sind wir zwei die ganze Zeit verbunden. Und wenn du in einer Praxis etwas entdeckst, ein Röntgengerät zum Beispiel oder eine Spritze, erkläre ich dir, wie so etwas funktioniert. Damit du dir das gut merken kannst, habe ich mir ein Spielchen ausgedacht. Und das funktioniert so. Am Ende meiner Erklärungen zeige ich dir zu jedem Untersuchungsgegenstand ein Symbol. Dieses Symbol solltest du dir gut merken. Denn wenn du in einer Praxis alle vier Untersuchungsgegenstände gefunden hast, kannst du über das Arztposter an der Wand ein ziemlich witziges Memory-Spiel starten. Dabei geht es darum, die vier Symbole den richtigen vier Untersuchungsgegenständen zuzuordnen. Und wenn du das geschafft hast, fliegen wir als Belohnung in die nächste Praxis. Eigentlich ganz einfach, oder? Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich auch. Aber bitte nicht so schnell, sonst wird mir Koffer schlecht. Das hast du schon gesagt, Luis. Ich weiß, aber man kann das gar nicht oft genug sagen. Wow, ein Stethoskop. Stethoskop ist ein griechisches Wort. Auf Deutsch bedeutet der Name Brustwächter. Denn mit dem Stethoskop kann ich deinen Herzschlag oder deine Lunge abhören und so zum Beispiel erkennen, ob deine Atemwege verstopft sind. Ein Stethoskop ist also wie ein riesiges Ohr, das alles hören kann. Cool, ein Röntgengerät. Ein Röntgengerät heißt Röntgengerät, weil der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen 1895 entdeckt hat, dass man mit Hilfe elektromagnetischer Wellen Aufnahmen vom Inneren des Körpers machen kann. So kann man zum Beispiel Knochenbrüche sofort erkennen. Ein Röntgengerät ist also wie ein Fotoapparat für die Dinge, die unter der Haut liegen. Schau mal, eine Spritze. Mit einer Spritze kann ich dich zum Beispiel impfen und fit gegen Krankheiten machen. Ich weiß, so eine Spritze piekt ein wenig. Aber wenn du einen Igel streichelst, piekt das schließlich auch ein bisschen. Na und wirklich schlimm ist das doch nicht, oder? Cool, das ist ein Mundspatel. Mit einem Mundspatel kann ich deinen Hals untersuchen. Du sagst, ah, und ich drücke mit dem Spatel leicht auf deine Zunge. Jetzt habe ich freie Sicht und kann schnell erkennen, ob in deinem Rachen alles in Ordnung ist. Stell dir einfach vor, der Mundspatel wäre ein Eis am Stiel. Dann geht es ganz leicht. Du hast alles gefunden. Jetzt können wir das Spiel starten. So, Taler. Oh la la, das war spitze. Oh la la.